Was? Das Messer. Es ist zufällig in die richtige Stelle gestoßen worden. Es gibt keinen Pluspunkt für bloßes Glück. Hören Sie, wenn Sie die Welt so sehen wollen, schön, von mir aus. Aber dass Sie es ja nicht wagen, mir meinen Glauben zu nehmen. Ich komme jeden Tag her, seit 24 Jahren, und sehe mit an, wie Kinder sterben und gute Menschen leiden müssen. Und wenn ich nicht mehr glauben könnte, dass hinter dem Ganzen ein größerer Plan steht, wäre ich wohl kaum in der Lage, hier morgen wieder aufzutauchen. Also hören Sie auf damit! Tut mir leid. Schon gut. Sie werden überrascht, wie viele schlimme Dinge hier aus gutem Grund geschehen. Das würde ich furchtbar gern glauben. Der pränatale Eingriff bei Jordan war eine schlimme Sache. Doch wie läuft es zwischen Ihnen seitdem? Ich bin sehr froh, dass ich dich bei mir habe. Besser als je zuvor? Gute Nacht. Vielleicht geschehen schlechte Dinge manchmal wirklich aus einem guten Grund. Zum Beispiel, dass das scharfe Kindermädchen entlassen wird. Turk, sieh dir das an! Also für ein Mischlingsbaby haben deine Eltern ziemlich schöne Sachen. Sie war eine rassistische Diebin. Ja, eine absolut scharfe rassistische Diebin. Das ist hübsch aus. Oder dass eine Suspendierung den Draht zueinander wieder verbessern kann. Dr. Reed, betrachten Sie Ihre Suspendierung als aufgehoben. Nichtsdestoweniger sind Sie nach wie vor eine jämmerliche Ärztin. Er redet wieder mit mir. Oder dass man sich in einer kritischen Situation wieder näher kommt. Wie geht's dem Baby? Sie steht das durch. Dennoch ist Vorsicht geboten. Denn wenn man hier anfängt zu glauben, dass schlechte Dinge aus einem guten Grund geschehen, trifft es einen umso härter, wenn es nicht so ist. Wieso so traurige Mienen? Laverne hatte einen Autounfall auf dem Weg zur Arbeit. Sie liegt im Koma und reagiert nicht auf Schmerzreize. I can't explain why we live this way. We do it every day.